Herzlich willkommen zu einer neuen Folge hier bei uns im Gasthaus zum Rollenden Würfel. Auch heute sind wieder mit dabei der Florian. Servus. Der Oskar. Ja, Rondra zum Gruße. Und der Nico. Jetzt machen wir noch mit mir angefangen. Was ist da passiert? Ja, ich wollte dich nicht so verwöhnen, weißt du, dass du immer als erstes genannt wirst. Und so. Falls ihr es noch nicht mitbekommen habt, jeden Dienstagabend läuft quasi dieses Video als Premiere und dann könnt ihr zusammen mit uns und mit anderen parallel, während das Video läuft, auch chatten. Also, sage ich mal, ein herzliches Hallo auch an den Chat, der gerade eben zuguckt. Hallo. Wo wir gerade so bei Leuten sind, die uns zugucken, möchte ich nochmal ein großes Dankeschön sagen an Mr. Turkelton, denn der war sehr aufmerksam in den letzten Folgen und hat gesehen, dass ich, ich habe gemeistert ohne Meisterschirm, sehr improvisiert das Ganze. Ihm ist das aufgefallen und prompt bekam ich auf einmal vorgestern ein Päckchen und da war dieser Meisterschirm mir dabei. Ich war so mega überrascht, weil ich damit überhaupt nicht gerechnet habe. Von daher, also vielen, vielen Dank, sehr aufmerksam. Super, und das heißt, die ersten beiden Folgen gelten eigentlich gar nicht, weil du keinen Meisterschirm hattest. Ich war nicht ganz meisterhaft in dem Sinne. Ja. Dann springen wir jetzt in unser Gasthaus zum Rollenden Würfel. Auch heute wieder, wie jeden Dienstagabend, befindet sich natürlich auch unser namenloser Erzähler im Gasthaus. Vor ihm sitzt auch wieder unser Bauernjunge und ist schon bereit, ihm zuzuhören und freut sich schon auf den Moment, dass der Erzähler sein Buch aufklappt. Aber irgendwie ist es ein bisschen anders als sonst, denn im Nebenraum spielt so eine Gruppe erwachsener Männer so ein Würfelspiel und die machen ganz schön Lärm dabei und das stört natürlich die beiden und so. Traut sich unser Bauernjunge da mal kurz rüber zu gehen und so ganz schüchtern gedacht, könnt ihr ein bisschen ruhiger sein und so? Und die lachen natürlich ihn total aus und nehmen ihn überhaupt nicht für voll und er ist ein bisschen betröppelt. Geht da wieder zum namenlosen Erzähler und der ist da ganz chillig. Klopft ihn auf die Schulter, ist kein Problem. Er klappt sein Buch auf und erzählt. Legt los. Bolle, Sven, Tom, Altvater. Ob sie Leuten mit solchen Namen ihr Vertrauen schenken sollten, war schwer zu sagen. Doch hatten unsere Helden eine andere Wahl. Großmütig spendierte Lysander Quartier, Speis und Trank bei seinen Freunden, den Grünkappen. Und zum ersten Mal schliefen die Helden seit ihrer Verhaftung in weichen Betten. Doch die Nacht war unruhig. Und Rasilas und Arlekin mussten sich der unfreiwilligen Befragung durch eine Hexe unterziehen. Sie erlangten des Altvaters Vertrauen und trafen mit ihm Übereinkünfte, auf das die abscheuliche Verschwörung gegen sie entworren werde. Und so spricht der Altvater zu euch. Naja, also, ich bräuchte wegen so einer kleinen Sache so eure Hilfe. Es ist so ein bisschen, naja, es ist jetzt nichts Großes. Es geht um eine Lieferung. Ich fasse es einfach kurz zusammen und ihr sagt, ob ihr Interesse habt oder nicht und ob wir ins Geschäft kommen, okay? Also, vor ein paar Tagen haben wir so eine Lieferung. Eigentlich ist es nur eine Kiste. Ne? Es geht um eine Kiste und die Kiste beinhaltet einfach nur Fischfutter. Wir wollten die nach Nostria reinbringen, aber leider wurde uns die Kiste am Stadttor abgenommen. Ihr wisst schon, Zollgeschichten und so. Ne? Wir hatten das Zoll nicht bezahlt. Naja, blöd. Blöde Sache. Leider haben sie uns die Kiste weggenommen und wir hätten die Kiste gern wieder. Naja. Warum geht ihr nicht zur Stadtwache und fragt? Naja, es ist ein bisschen komplizierter, aber das ist... Aber wenn nur Fischfutter drin ist? Ja, die glauben uns mit dem Fischfutter nicht so richtig. Wir wissen natürlich, dass es Fischfutter ist. Ich meine, ihr wisst genau, dass hier natürlich der Salzarelenfang hier in Nostria natürlich sehr, sehr wichtig ist. Und mit unserem leckeren Futter könnten wir natürlich den ein oder anderen Fischer etwas unterstützen. Aber leider glaubt uns das so richtig die Stadtwache nicht. Altvater, ich bin aufgewachsen in Lowang. Ich kenne mich mit Geheimniskrämerei aus. Vielleicht könnt ihr unserem Rondra-Geweihten da hinten die Geschichte mit dem Fischfutter verkaufen. Aber ich denke, wir alle wissen, dass es sich hier nicht um Fischfutter dreht. Und wenn wir etwas für euch wieder beschaffen sollen und wir hier einen Deal eingehen,
Da muss ein gewisses Vertrauen zwischen den Parteien herrschen. Und Fischfutter ist hierbei nur ein Codewort, Orasilas. Für was denn, Altvater? Würfel mal auf Überreden. Erleichtert um eins, okay? Weil es schon natürlich... Weil ich schon sehr charismatisch bin. Ja. Sehr charismatischer Typ. Weil das schon sehr auffällig ist mit dem Fisch. Verdammt! Zwei Einsen! Nee. Den habe ich richtig an der Angel, den jungen Mann. Alter. Okay, okay. Hier, kann ich das jetzt zeigen? Ich habe da keine Würfelcam. Tada! Der dritte war eine 19, aber der ist ja dann egal, weil es ja meisterhaft gelungen. Okay, also der Altvater kommt ganz schön ins Schwitzen. Na gut. Ihr habt das, uns also angelogen? Nein, also man kann das, was da drin ist, durchaus an Fischen verfüttern. Es hat allerdings auch so eine gewisse Nebenwirkung, die man auch andererseits benutzen könnte. Es handelt sich um gewisse Kräuter und Utensilien alchemistischer Art, die man für Tränke verwenden kann. Und ja, das vielleicht schmeckt das den Fischen jetzt nicht so gut, wie man vielleicht denken könnte. Dem einen oder anderen Fisch vielleicht doch, aber ja, nichtsdestotrotz, wir hätten diese alchemistischen Kredenzien gern zurück. Und ihr wollt von uns was genau? Dass ihr, solltet ihr den einschlagen, zusammen mit zwei Vertretern aus meiner Truppe, verkleidet als Soldaten der Nostrischen Wehr, euch zum großen Wächterturm begebt, denn da in dem Keller sollen unverzollte Ware aufgebahrt werden und dann quasi im Namen der Nostrischen Wehr uns die Kiste zurückholt. Also, gelinde gesagt, stehlen. Nein, würde ich jetzt so nicht sagen, denn letzten Endes gehört die Ware ja uns. Orasilas, ich bin mir ziemlich sicher, dass es hier sich lediglich um einen Verfahrensfehler der nostrischen Bürokratie herrscht. Und Zauber, der mich überzeugen kann. Hört auf den Herrn. Und wir uns hier nur mit einer quasi bürokratischen... Lysander, sag doch auch mal was, du kennst dich hier doch aus. Und schließlich, lass mich nur machen, und schließlich hat der Altvater uns ja sehr geholfen mit der Unterkunft hier, der Verpflegung, der Möglichkeit, uns zu waschen und die Wunden zu reinigen. Und wir haben hier wirklich sicheren Schutz gefunden, trotz unser aller unrechtmäßiger Verurteilung. Und wir haben versprochen, einen Gefallen zu tun, jeder einzelne von uns, und eine Kiste wieder zu beschaffen, die rechtmäßig dem Altvater und den Grünkappen gehört, kann da ja wohl nicht entgegenstehen. Ich bin sehr skeptisch, wirklich sehr skeptisch, allein, dass wir uns verkleiden sollen und... Nun ja, dort. Aber als du trägst doch schon eine Verkleidung, Orasilas. Deine Verkleidung wird besser. Du wirst dich mehr deinem alten Selbst nähern. Nun, könntet ihr recht haben. Die Verkleidung soll natürlich auch dazu dienen, dass ihr eben nicht als die Prinzessinnenmörder erkannt werdet. Ach so. Damit, vielleicht hat das da war ja was. Ja, diese natürlich. Kleinigkeit. Ich verstehe. Ihr braucht nichts weiter zu sagen. Ich durchschaue euren Plan. Ich bezweifle das. Und es ist ja auch ein guter Plan. Der könnte von Alrigio, Sohn des Alrigio, höchst selbst stammen. Oho. Und ich sage mal so, eine Hand wäscht die andere. Ihr habt mich überzeugt. Wir werden unser Möglichstes tun, euch eure Kiste wieder zu beschaffen. Und vielleicht kann man ja einen Obolus zurücklassen, den man der Stadtwache dort quasi platziert. Als Ausgleich. Ich weiß es. Ich kratze mir die Stirn. Das werden wir bestimmt tun. Ich hätte. Und ja, ich werde Rondra wegen der Verkleidung und der unrechtmäßigen Beschaffung oder. Rechtmäßige Zollumgehung werde ich. Wir wissen alle, Orasilas, ihr werdet Abbitte leisten. Rondra wird euch erhören und wir können endlich zum weiteren Teil des Geschäfts übergehen. Tut mir jetzt schon so leid. Ich sehe schon, wir haben einen sehr weisen Magus. Viel Habdank, werter Arlekin. Ich lasse euch morgen
den Bader kommen, den Bader Danilo, damit er euch und euer Aussehen ein bisschen auf Vordermann bringt, sodass ihr etwas weniger erkannt werdet. Ich meine, ihr werdet steckbrieflich gesucht. Jeder zweite Nostria kennt euer Gesicht, zumindest das Gesicht von euch beiden. Ja, das, ich sag mal, es dürfte euch gut tun, denn ich habe das Gefühl, so wie ihr ausschaut mit euren Wunden, könntet ihr etwas Erholung gebrauchen, habe ich recht? Ein weiterer Tag der Ruhe und vor allen Dingen, damit sich auch die Aufruhr draußen in den Straßen widerlegen könnte, würde uns allen sicherlich gut tun. Ja. Und wenn die Zeit nicht drängt, wäre ich über jede Stunde, die ich mich erholen könnte, dankbar, Altvater. Und ich muss euch ersuchen, immerhin könnten wir in nicht unerhebliche Gefahr geraten, sei es, dass wir erkannt werden, wieder erwarten, trotz unserer Verkleidungen, oder anderer Aufruhr in der Stadt. Nun, wir müssen besprechen, was wir tun, wenn wir der Stadtwache begegnen. Ja, ich würde mich jedenfalls wohler fühlen, wenn ich mein Florett wieder hätte. Einfach für meine persönliche Sicherheit. Oh, natürlich. Ja, wir haben eure Sachen oben auf den Dachboden gebracht. Ich lasse danach suchen. Ja, wundervoll. Eine Kiste habe ich schon bekommen, aber da fehlten noch einige Dinge. Ja, sehr gut. Ich vermisse mein Schwert. Ich danke euch, Altvater. Und Herr Arlekin, ist es euch recht, dass ich euch Arlekin nenne, oder möchtet ihr lieber, wie sagtet ihr, Dash? Adeptus Arlekin reicht vollkommen. Okay, Adeptus. Ich würde sagen, es ist eine gute Idee für uns alle, dass ihr vielleicht einen Tag euch ausruhen könnt bei uns. Ich lasse die Kamera, die Kammer. Ich lasse die Kamera. Die Kameraden? Welche Kameraden meint ihr? Die Kameraden, die hier eigentlich wohnen in diesem Zimmer, noch etwas im Hof wohnen, sodass ihr diesen Raum noch etwas länger nutzen könnt für euch. Dann würde ich sagen, vielleicht übermorgen Abend nach Sonnenuntergang sollten wir zur Tat schreiten. Nach Sonnenuntergang? Es war immer noch Nacht, ne? Es ist immer noch, es ist quasi Mitternacht oder nachdem Olle und Bolle uns hier... Genau, ja. Sven und Tom? Nein. Sven und Tom und Bolle. Olle und Bolle. Olle und Bolle. Genau, und bis dahin werden wir auch noch ein paar Vorbereitungen treffen müssen, um die Ausrüstung für euch zu besorgen und so. Ja, tut mir einen Gefallen, versucht nicht groß in der Stadt euch sehen zu lassen. Ihr wisst, wegen der Aufruhr und so. Wenn ich einen Wunsch äußern dürfte, ich hätte gerne noch ein nostrisches Langschwert. Dieser Zweihänder, er ist wunderschön und zum Kampf auch sehr gut geeignet, aber in beengten Umgebungen ist das doch eher schlecht. Ah, okay, ich verstehe. Ich muss schauen, ich glaube, wir haben in unseren Beständen kein Langschwert, ein nostrisches Langschwert. Ich muss sehen, ob ich irgendetwas der Art auftreiben kann. Das wäre Sinn. Okay, dann Satuna, sie nickt so zu. Ich würde sagen, wir lassen die Herren nun ruhen und alles weiter lässt sich morgen regeln. Satuna auf ein Wort. Was gibt es, Herr Adeptus? Ich geht ihr schon oder steht ihr? Liegen noch im Bett. Ach, ihr liegt noch im Bett sogar. Im Bett hat. Ach ja, stimmt, die lagen ja auf euch drauf. Nicht auf mir. Ich glaube, ich muss mal kurz rausgehen mit der Dame. Also, ich würde sie so. Ich würde sie erst mal anfassen und so zur Seite. Okay, wenn ich sehe, sie weicht zurück. Sie reagiert sofort, ja? Denn auf ein Wort, Satuna. Was gibt es? Wo uns keiner hören kann, außer eurem Altvater. Dann lasst uns doch vielleicht kurz in den Innenhof gehen. Gute Idee. Ich hätte später auch noch eine Frage an euch, wenn es ja, wenn wir euren Affen finden, sagen wir Bescheid, Lysander. Nicht wegen des Affens. Von welchem Affen redet ihr? Ein süßes Äffchen, das hier irgendwo um die Häuser streicht. Okay. Ja, ich habe versucht, es anzulocken, aber es hat noch nicht funktioniert. Ich habe ein bisschen seines Vertrauens gewonnen. Hast du es wiedergefunden, das Äffchen? Nein. Aber wenn ihr es seht... Ich spiele doch auf den gestrigen Abend an, da warst du ja noch mal im Hof und ich nicht. Ja, und? Na, da hast du doch dem Äffchen Essen gegeben. Das wusstest du ja nicht. Das wusste ich ja nicht. Ja, ja. Verstehst du? Ich habe ihm was zu fressen gegeben. Ah. Aber dann ist es weggerannt. Nun, Also war es doch nicht meine Schuld von Anfang an. Doch, natürlich war es deine Schuld. Ja, aber hättest warum ist es nicht bei deinen Heilsegen und deinen Stärkesegen oder was immer das war verschwendet, hättest du das Äffchen heilen können. Bitte. Also ich würde mit Satuna und dem Altvater, der kommt ja bestimmt mit, oder?
Ja, der würde jetzt auch rausgehen. Du wolltest auch mit Satuna sprechen? Ja, halt dann hinterher. Okay, dann. Lysander, ich. Wenn Arlekin mit dir fertig ist. Ich lasse euch holen. Und die, also der Altvater voran, dann Satuna, du, ihr geht raus. Gerade als der Altvater an die Türklinke greift und aufmachen will, sagt er: Ach, bevor ich es vergesse, Danilo, der Bader, ne? Ihr solltet ihn nicht verärgern, nur so als Hinweis. Er ist so ein Typ Mann, den man besser nicht zum Feind haben sollte. Nur so kleiner Tipp, passt schon. Und gute Nacht. Haben die Überderischen euch selig. Ja, gehabt euch wohl. Und er verlässt. Satuna, ich will gar nicht wissen, was genau in dieser Kiste ist. Ich will auch nicht wissen, was ihr mit Kräutern oder anderen Zeug anfangen wollt. Aber wie es der Zufall so will, bin ich selbst ein, sagen wir, nicht ganz unbegnadeter Beherrscher der alchemistischen Künste. Und das hat natürlich mein Interesse geweckt, gerade wenn ich mir den Zustand unserer kleinen Truppe ansehe. Gibt es die Möglichkeit, hier bei euch im Hause, ich meine, ihr wollt die Kräuter haben, ihr müsst sie benutzen können, gibt es die Möglichkeit für mich und meine Gefährten irgendwie Tränke zu brauen? Habt ihr Ingredienzien, die man euch eventuell gegen einen weiteren kleinen Gefallen oder gegen einen anderen Obolus abkaufen könnte? Ich meine, wir können alle Hilfe gebrauchen, die wir kriegen können. Nun, also wir haben durchaus bei uns im Hof eine Hexenküche. Angemessen? Natürlich für den Eigenbedarf, versteht sich natürlich. Nun, aber ich denke, je nachdem, wie euer Talent ausgeprägt ist, lässt sich vielleicht das ein oder andere Tauschgeschäft, ihr wisst, eingefallen für eingefallen, durchaus erledigen. Das klingt gut. Das klingt sehr gut. Wann könnten wir dieses Arrangement besiegeln? Das Brauen der Tränke benötigt einiges an Zeit. Ich denke, wenn unser Auftrag hier für euch erfüllt ist, dann könnte ich mir sehr gut vorstellen, dass wir mit diesem Fischfutter das ein oder andere kleine Getränk herauszaubern könnten. Nun, ich denke, so solltet ihr euren Auftrag erfolgreich abschließen können, könnten wir durchaus uns mal in ruhigerer Zeit der hohen Kunst der Alchemie widmen. Satuna, eine Frage noch, wenn das jetzt geklärt ist. Wie alt seid ihr? Ihr wagt es, eine Dame nach dem Alter zu fragen? Oh, ich wage es. Nun, dann muss ich sagen, es war ein Versuch, doch ohne Erfolg. Oh. Habt einen guten Abend. Und sie geht aber, klopft wieder an die Tür. An die Tür. Herein! Lysander, ihr wolltet mich auch noch sprechen? Ja, sehr gerne. Auf ein Wort. Können wir auch vor die Tür gehen? Nun, wenn ihr wollt. Alles klar. Während dieser ganzen Zeit habe ich übrigens Rondra um Verzeihung gebeten. Sehr gut. Sehr ja, gut. Mach das. Ich will es sehen. Mach es lieber zweimal. Ich mach's. Herren, die Schuld ist mein. Kein anderer führte meine Hand. Niemand nahm Einfluss auf meinen Willen. Herren, die Schuld ist mein. Kein anderer fasste für mich den Entschluss. Niemand verleitete mein Handeln. Herren, die Schuld ist mein. Ich alleine stehe zu meiner Schuld. Ich bin es, der die Verantwortung trägt. Ich bin es, der Buße tut. Ich bin es, dem Strafe gebührt. Drei Vater unser, mein Sohn, und fünf Rosenkränze und dir sei vergeben. Rondra unser. Rondra unser. Satuna, meine Nun, Frau. Nun, einen Moment. Stört es euch, dass Arlekin noch hier im Hofe? Ich, der sitzt. Der ist doch nicht reingegangen. Ich gehe wieder rein in unser Zimmer und mache mich dann Bett fertig. Weiß ja nicht, wie lange du brauchst, weißt du? Ob du die Tür findest. Ich hoffe. Also ich gehe wieder zurück ins Zimmer. Flunkeln. Ja. Klar, noch mehr Astralbunge wegballern. Nee. Wir sind unter uns. Ja, sieht so keine aus. Rolle. Satuna, ich habe mich gefragt, ihr scheint euch in Künsten mit Kräutern und Alchemie auszukennen. Vielleicht seid ihr gar eine Hexe, möchte ich unterstellen. Ich hoffe, ich trete euch dabei nicht zu nah. Ich hatte mich gefragt, es gibt diese Legende in Nostria von der Hexe, die der Prinzessin
ein Ahnenzeichen auf die Brust gebrannt haben soll. Und ich frage mich, ob ihr vielleicht wisst, wie dieses Ahnenzeichen aussah und was es vielleicht bewirkte. Oder ob dies wirklich nur eine Legende ist. Nun, ich hatte von der Geschichte gehört und ich konnte das Ahnenzeichen durchaus zumindest schemenhaft erkennen, als die Königin es am Königinnentag vor, wann war das noch? Vielleicht 2 Wochen vielleicht? 3, vielleicht so 2, 3. Da konnte man es ein wenig sehen. Es muss so ein Zeichen sein, das auf der Brust der kleinen Prinzessin Boron habe sie selig. Ich könnte versuchen, es aufzuzeichnen, aber es ist jenseits meiner Kraft herauszufinden, was es damit auf sich hat. Oh, das würde mir aber sehr weiterhelfen. Wisst ihr, ich schreibe an einem wichtigen Kompendium, das ich der Nachwelt eines Tages hinterlassen möchte. Und dafür mache ich Aufzeichnungen über all meine Erlebnisse und Abenteuer. Und überdies verstehe ich mich ein wenig auf Ahnenzeichen. Das dürfte doch durchaus ein interessanter Fakt sein. Der ist weg. Vielleicht können wir uns gegenseitig helfen. Ich denke, da kommen wir ins Geschäft. Die knallen wir noch, die Alte! Unflätige Anmerkung aus dem Hintergrund. Ich hab's nicht verstehen können. Alle Kinder hockt am Fenster. Vor allem in Wirklichkeit ist die 80 oder so. Ja. Eher 800, ne? Ja. Hab Dank. Vielleicht könnt ihr mir die Zeichnung zukommen lassen. Oder ich kann euch mein Feder- und Schreibzeug ausborgen, wenn ihr es gleich... Hab Dank. Ich habe meine Utensilien. Wohl, wohl. Dann wünsche ich nur eine gute Nacht. Schlaft selig und ruht euch gut aus. Ihr werdet die Kraft brauchen. So, also jetzt ist endlich klar, was wir machen müssen. Ja? Wir müssen die Kiste mit Fischfutter, die nicht richtig verzollt wurde, vom Zollhaus zurückstehlen und kriegen auch noch 2 Begleiter mit. Ich glaube, man hat jetzt schon ganz gut erkannt, dass es hier ein Mitglied in der Gruppe gibt, der so ein bisschen kontraproduktiv daherkommt mit seinem komischen Rondra-Gehabe. Aber ist natürlich seine Aufgabe auch. Ne? Er ist halt immer sehr gewissenhaft und da, hier, da, Ehre und für die Schwachen und Robin Hood und so. Aber das wird uns wahrscheinlich noch zu Problemen führen, wenn wir nämlich gegen die Zollwachen kämpfen müssten, die eigentlich gar nichts Böses tun, außer ihren Dienst zu verrichten, dann sehe ich Mr. Pimperli da schon wieder ordentlich am Rumkaspern. Ne? Schauen wir mal. Ich schaue noch mal rum in dem Hof, ob da irgendwo das Äffchen ist. Ob ich was höre, ein Keckern oder sowas. Würfel doch auf Sinnesschärfe, aber erschwert um 2, denn es ist spät nachts. Es ist wirklich dunkel. Kein Problem für mich. Übrigens, so, für die... Du holst mich für die Taschenlampe raus. Das ist vielleicht auch ein Problem für mich. Was bist du für ein Elfchen da? Hey, du bist gar nicht anwesend. Ich kann es nicht sehen. Ich glaube, ich gehe wieder rein. Elfchen, nichts. Ja, dann du gehst wieder rein. Wollt ihr noch irgendwas machen oder wollt ihr schlafen? Ich will nochmal 6 Stunden schlafen, bitte. Okay. Schlafen, schlafen, schlafen. Das heißt, ihr... Ich schlafe bis 13 Uhr. Alle gehen, alle gehen. Ja, machen wir noch Mittag draus, ne? Es ist Mittag. Ich schreck hoch. Rondra, verzeih mir, dass ich die Morgenandacht verpasst habe. Oh, das auch noch, ey. Rasi, das sei ruhig. Kann ich zum Aushalten, es gibt Papa am Morgen. Es scheint auch schon die Sonne durch diese kleinen Fensterchen, die in diesem Raum recht weit oben an der Decke angebracht sind. Und nun könnt ihr den Raum auch so ein bisschen besser erkennen. Oh. Ihr seht zum Beispiel, dass an der den Betten gegenüberliegenden Wand ein Poster hängt von einer Iman-Mannschaft. Im Hochglanz, hoffe ich. Die Mannschaft nennt sich Ruhmreich Nostria. Könnt ihr sehen. Ihr könnt genauso auch sehen, dass auf diesem Tischchen, der da noch in dem Raum ist, eine kleine Statue steht. Und zwar ist das ein Adler, der eine Sonnenscheibe in den Krallen hat als Statue. Kenn ich das? Soll ich auf Götter und Kulte mal? Ja, würfel doch mal auf Götter und Kulte. Gut. Ha. 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 Ha.
Ruhe, verdammt! Ich erkenn's nicht. Du erkennst es nicht, okay. Dann weißt du nicht, was es damit auf sich hat. Ah. Klugheit ist nicht mein Steckenpferd. Hört, hört, wer hätte das gedacht? Aber ich habe auch Götterkunde 4. Vielleicht fällt es mir ja auf, was das ist. Mhm. Boah, könnt ihr bitte mal leiser würfeln? Wenn unser Geweihter... Oh. Ah, siehe da! Oha, oha. Easy. Ich nehme die Statue auf und guck sie an. Sie kommt mir bekannt vor, aber keine Ahnung. Stell sie wieder hin. Ich hab's geschafft. Wie viel Qualitätsstufe? Qualitätsstufe 2. Okay, dann erkennst du diese Statue wieder. Das ist ein Symbol mit diesem Adler, mit dieser Scheibe. Das ist so ein bisschen typisch Nostria, muss man sagen. Das so ein bisschen an anderen Orten Aventuriens nicht so weit verbreitet ist. Wenn es typisch ist, hättest du mir ruhig eine Erleichterung geben können. Naja, es ist nicht ganz dein Steckenpferd, denn es handelt sich um die Göttin Trabina. Trabina? Trabina, das ist so ein bisschen so eine Mischung aus Travia und Praios. Sie steht für Familie, Herd, aber auch Treue und Gesetz. Und in Nostria ist es ja so, dass man sich nicht so ganz an diese 12 Götter hält, sondern auch so ein bisschen Mischformen zulässt, Naturgottheiten zulässt und so. Und deswegen ist diese Statue schon etwas Besonderes. Ach, Orasilas, ist das nicht eure hier, diese Trabina, diese richtig. Tochter von Praios? Ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Nein, aber da liegst du falsch. Na, wie auch immer, Trabina. Hier in Nostria gibt es unzählige Mischformen an Gottheiten und... Und wen interessieren die schon? Können wir erstmal frühstücken, bevor ihr so ein Radau macht? Parici Olafanti und ich haben damit unsere Problemchen der nostrischen Bevölkerung, die 12 Götter immer nahe zu bringen. Sie lassen sich nicht abhalten von ihren Mischgottformen und... Was ist nun ja, sie verehren ja auch... Nein, diese Trabina zum Beispiel. Aber gut, es sei ihnen verziehen. Sie sind ein einfaches Volk und sie wissen es nicht besser. Weil ich finde, das sind sie alle. In dem Moment hört ihr ein kräftiges Pochen an der Tür. Ein Löffel! Nein. Herein! Wer stört? Gut, einer sagt, wer stört, der andere sagt, bitte? Ich hoffe, es ist eine gute Nachricht und etwas zu essen. Ihr hört nichts? Ich springe aus dem Bett, renne zur Tür und reiß die Tür auf. Wer stört? Was, trägst du überhaupt gerade irgendwas? Das ist mir egal. Okay. Ich habe nicht gesagt, dass ich mich auf die Tür habe. Aber wenn es hilft, diesen Störenfried zu verscheuchen, habe ich meine Dinge auch nicht zu. So. Okay. Nackt wie zartig schuf, stehst du vor drei Personen. Sven und Torben, die beiden Hühnen, die so kräftig sind und der gerade so die Faust so an der Tür hatte und wieder zurückzieht. Und zwischen diesen beiden Hühnen steht ein schmächtiger, langgezogener Kerl. Es könnte ein Halbelf sein, du weißt es nicht genau. Dieser Mensch hat so sehr bunte Kleidung, sehr, sehr hochwertige Seide an. Aus dem Zirkuswagen? Nee, ist nicht aus dem Zirkuswagen. Das ist, hat die denn Zeug sehr, geklaut? Sehr adlig. Offensichtlich scheint dieser Mensch auf den ersten Blick schon sehr in den hohen Kreisen zu verkehren. Und du riechst auch einen Duft, der dir entgegenströmt. Und er sagt dir... Ach, Hallöchen, ich bin der Danilo, eine schöne kennenzulernen, zart zum Gruße. Wer seid ihr denn? Seid ihr einer von diesen Prinzessinnenmörderchen? Oder? Nein, die sitzen da hinten. Ich bin nur des Hochverrats angeklagt. Och, naja, das passiert ja jedem Mal, nicht wahr? So, mit wem hab ich denn hier die Ehre? Pass auf, Danilo. Mein Name ist Lysander Federkilo und ich kann es überhaupt nicht leiden, wenn man mich aus dem Schlaf klopft. Auch nicht, wenn du hier mit drei Hühnern ankommst, die ich gut kenne. Also klopfst du jetzt noch einmal leise an und dann unterhalten wir uns. Ich hau die Tür wieder zu. Oh, okay. Ist so ganz hier. An der Tür. Ich glaube, es hat geklopft. Macht ihr mal auf. Zieht euch doch erstmal etwas an, Lysander. Ist ja nicht mit anzusehen. Neidisch? Ein wenig. Gut, ich leg mich wieder hin. Kümmert ihr euch darum. Danilo ist da. Lysanderchen! Ich zieh mir meine Hose an. Ich stehe auch auf und gehe zur Tür. Geh zur Tür, mache auf. Bitte? Oh, ihr seid's aber nicht, der Lysander.
Nein, den hat der Morgenmuffel gepackt. Okay. Mit wem habe ich denn hier die Ehre? Nun, wenn ich mich vorstellen dürfte, Praetor Orasilas Albio Rashid Shada Alsyra von Nostria. Prinzessinnenmörder! ein Adliger! Mensch, das hätte ich ja nicht gedacht. Nein, adlig, das war meine Vergangenheit. Ich bin ein Geweihter der Rondra. Oh, verzeiht. Lass mal. Nun, freut mich. Ich bin der Danilo. Hallo, Danilo. Ich bin ein Bader. Rondra, und ich bin für euch heute da gebucht worden, um euch so ein bisschen auf Vordermann zu bringen, ein bisschen die Härchen schneiden, den Bart. Der Altvater hat euch angekündigt. Wie schön, dass ihr da seid. Ja, freut mich auch. Kommt doch herein. Nun, ich wollte euch ja bitten, herauszukommen. Ich habe hier schon einen Zuber vorbereiten lassen von den beiden stattlichen Herren hier links und rechts neben mir. Und die gucken so grimmig, gucken mich nur so an. So. Ein Zuber? Den nehme ich. Ich springe raus nach draußen und rechts halt zum Zuber. Was denn, Orasilas, was denn? Ich zuerst. Nix da. Ich versuche mich durchzudrängeln und zum Zuber zu rennen, wenn ich ihn finde. Herr Praetor, wäre es okay für euch, wenn wir den Lysanderchen den Vortritt lassen könnten? Ja, bitte, Orasilas, bitte. Hab ein Herz. Ich habe gestern schon den Vortritt gelassen. Ja, jeden Tag eine gute Tat. Ich muss mich reinigen von den Schandtaten, die ich begangen habe. Ich stehe auf und werf den beiden einen eiskalten Blick zu. Der wirkt nicht bei mir. Und sage, wenn hier einer zuerst badet, dann bin ich das. Wie kann ich das aufhalten? Gibt's da irgendwas? Ist der aber wieder unfreundlich. Willenskraft. Ja, würfel doch mal auf Willenskraft. Und bitte, das ist ein Zaubertrick, ne? Ja. Zaubertrick ist immer mit Qualitätsstufe 1. Das heißt, du musst mindestens Qualitätsstufe 1 erreichen, um zu widerstehen. Okay. Oh, schon wieder nicht. Warte. Verkackt! Tada! Und? Ich will mich rausdrängeln nach dem Affen suchen, weil das hat mich ein bisschen geärgert. Hat dich jetzt geärgert. Dann kommst du eben rausgerannt und Danilos. Huch, wen hatten wir hier denn? Zart zum Gruße, ich bin der Danilo. Adeptus Arlekin. Wohlgesinnt. Wo ist das warme Wasser, von dem ich gehört habe? Na, hier im Zuber. Seht ihr, wie es dampft, ganz ehrlich. Ich habe auch ein bisschen Öl reingetan, so ein bisschen Tannenöl. Das ist ganz herbe Note. Wird euch gefallen, durchaus. Äffchen! Entkleidet euch doch und genießt die Behandlung. Okay, ich nehme meine Kleider ab und hab mich da nicht so und begebe mich in den Badezuber. Ich zieh mir irgendwelche Kleidung an, die ich von Lysander habe, die irgendwie noch gerade so passen. Die jetzt nicht ganz so schick sind, weil ich würde gerne runter in den Hof gehen, ein bisschen trainieren. Wir schon unsere Kleidung beziehungsweise Zeremonientanz hier meine Morgen. Genau. Im Grunde ist das ja der Innenhof. Also der Zuber steht im Innenhof neben dem Brunnen. Denn euer Zimmer, die Kammer, ist ja quasi direkt am Innenhof angeschlossen. Ja. Und während Arlekin sich entkleidet und in den Zuber steigt und ein Lysander nackt nach einem Äffchen sucht. Was sind wir hier für Truppe, ey? Kannst du natürlich auch in diesem Innenhof deine Übungen durchziehen. Nackt. Naja, vielleicht nur oberkörperfrei. Danilo wirft immer mal so einen interessierten Blick zu dir rüber. Ich bemerke das gar nicht, ich bin voll im Zen. Nicht im Zen, sondern im Ron. Ach, im ich Ron. Bin im Ron, Alter. Nein, also ich führe meinen Sturmtanz aus und so. Okay, cool. Du trainierst also so ein bisschen was. Ja, cool, verstehe. Ich suche nach dem Affen. Dann würfel doch mal auf Sinnesschärfe und jetzt erleichtert um eins, denn es ist taghell. Hab ich ein Glück. Moment, haben wir sofort. Da kann dem ja jemand die Würfel wegnehmen. Das ist ja schrecklich. Meine Würfel sind definitiv sowas von verflucht. Ich habe eigentlich keine schlechte Sinnesschärfe, aber jedes Mal misslingen mir die Würfel. Ich glaube, mir werden hier einfach falsche Würfel untergeschoben. Und das muss irgendwie geändert und aufgedeckt werden. Ja, du blickst dich um und kannst kein Äffchen erkennen. Ich muss aber auch sagen, du bist ein bisschen abgelenkt durch Danilo, ne? Also ich? Moment, selber Notfink, sage ich nur, ja? Nein, weil der natürlich so Lärm macht und so rumtüdelt. Und, ja.
Da kann ich ihm die Schuld geben. Genau. Nicht wegen deiner sexuellen Ausrichtung, keine Sorge. Die ist völlig in Ordnung. Nun, Arlekin steigt ins Wasser und Danilo schrubbt ihm mit einer Bürste den Rücken. Schön. Und kommt so ein bisschen ins Plaudern mit dir über dies und das. Ein bisschen Tratsch hier, Tratsch da. Okay. Ja. Okay. Und so vergeht so ein bisschen die Zeit. Nachdem du fertig gebadet bist, setzt er dich neben dem Zuber auf einen Stuhl. Du kriegst eine Decke um, so ein bisschen, um dich zu tonnen, um dich auszukühlen. Und dann schneidet er dir so ein bisschen die Haare. Mensch, werter Adeptus, welche Frisur hätten wir denn gerne? Wir haben gerade hier so Topfschnitt. Das ist gerade totale Mode bei den Rittern heutzutage. Wenn ihr mir einen Topfschnitt verpassen wollt, schneidet den Kopf am besten gleich mit ab. Nun, dann vielleicht nur die Spitzen? Eine andere Haarfarbe würde vielleicht helfen. Da habe ich jetzt keine Utensilien da. Hervorragend. Mm. Dann machen Sie es einfach ein bisschen kürzer, Herr Danilo. Okay. Und er fängt an, dir so ein bisschen da so die Spitzen zu schneiden. Ist das okay? Ja. Er sieht immer noch genauso furchtbar aus wie vorher, wenn ich das mal so sagen darf. Such mal lieber deinen Affen. Der ist nicht hier. Ich sehe ihn doch da hinten, habe ich noch gesehen. Was? Wo? 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 Ich würfel noch mal auf Sinnesschärfe, ja? Nein. Nein, schade. Nun, du bist relativ schnell fertig mit deiner Frisur so und er winkt eben dann Lysander. Ich komme schon, die Affen sind heute nicht sehr vollzählig, vielzählig, vielzahlig. Und Danilo sagt, könnt ihr mir noch mal kurz euren Nachnamen sagen? Lysander habe ich noch in Federkiel. Tatsache, Federkiel. Ihr habt von mir gehört. Seid ihr nicht etwa der Autor von der Emanuel-Reihe? Oh ja, der bin ich. Nein. Ach, ich hab das ganz vortreffliche Zweck. Ich muss sagen, ich habe schon ein, zwei Tränen verdrücken müssen, als ich es gelesen habe. Dann habe ich mein Werk richtig vollbracht. Sagt, wird es eine neue Folge geben? Eine neue Episode? Nun ja, Band 17 liegt ja nun eine Weile zurück, nicht wahr? Aber ich kann euch verraten, unter uns, wenn ihr es nicht ausplaudert, dass ich bereits an 18, 19 und 20 Nein. arbeite. Oh, da bin ich ja ganz begeistert. Könnt ihr mir sagen, wann es denn vielleicht soweit ist? Ich könnte ja vielleicht auch Probe lesen. Ihr könnt sehr gerne Probe lesen, Danilo. Der nächste Band wird etwa in einem halben Jahr erscheinen. Oh, ich kann es ja kaum erwarten. Und jetzt, da ich euch kennengelernt habe, könnte ich mir vorstellen, dass ihr darin sogar eine Rolle bekleiden könnt. Macht mir nur einen guten Haarschnitt. Oh, natürlich, alles, was ihr wünscht. Was hättet ihr denn gern? Etwas Ausgefallenes. Etwas Modisches, etwas Schönes. Etwas Schönes. Etwas Extraordinäres. Oh, ich könnte euch ein paar Löckchen reinzaubern. Ja, warum nicht? Ja, oh, da werdet ihr ganz vortrefflich aussehen. Aber macht meine Haare nicht kürzer, als sie sind. Macht mir nur die Löckchen. Nur die Löckchen? Ach, selbstverständlich. Und was ist mit dem Bärtchen? Soll ich dann so ein bisschen stutzen und so ein bisschen pflegen? Ja, warum nicht? Oh. Überrascht mich. Oh, sehr gern, sehr gern. Und ihr merkt schon, die kommen ganz schön ins Tratschen, die beiden. Wisst ihr, bei Emanuel, da habe ich ja die ein und andere Idee noch gehabt. Und genau. Und so vergeht so ein bisschen der Tag. Und Orasilas ist dann auch bald am Zuge. Ich während meines rituellen Schwertübungen werde ich natürlich auch zu Rondra beten, selbstverständlich. Und ich habe währenddessen meiner Waffe, dem Nostrianer, einen Namen gegeben. Oh. Und zwar Shadid Amhar, was so viel bedeutet wie eiserne Ehre. Mhm. Und deswegen. Was für Hier gibt einfach jeder Waffe sofort einen Namen, ey. Ja, so per Du mit seinen Waffen, weißt du? Hier, durch. So, solltest du auch anfangen, deinem Bleistift einen Namen zu geben? Und jedenfalls spreche ich natürlich während dieses ganzen Tanzes, spreche ich Gebete, zum Beispiel: Heilige Rondragabund, Schirmherrin der heiligen Schwerter, in deinem Namen führe ich dieses Schwert, Shadid Amhar. Shadid Amhar! Nachhinein klingt das etwas seltsam. Nur gut. Möge seine Schärfe den Kampf bestehen und niederstrecken die Feinde der Göttin. Möge die Kraft seines Stahles nicht brechen und jeden Frevel zerschmettern. Möge die Treue meiner Waffe mir in der Schlacht beistehen, wie auch meine Treue zu ihr niemals weiche. Heilige Rondragabund, segne diesen Bund zwischen mir und meiner Klinge, Shadid Amhar. Shadid Amhar.
gebe. Also wenn ich das, als ich das höre, rufe ich nur rüber, Hesinde helau, Orasilas, Hesinde helau. Kontra mit dir, Ungläubiger. Und Danilo, bitte stützt mir nicht das Schamhaar. Sorry. Leute. Tut mir leid, aber wenn du so eine Vorlage gibst, dann können wir so verbannen. Mann, hier. Weißt schon, wieso die Feinde am Boden liegen. Ehre. Am Haar. Ist okay. Ich hoffe, der kann es im Kampf wenigstens. Beim Aufschreiben war das jetzt nicht so gut. Vielleicht war das eher der Name von Rasiermesser. Oder? Sag den Feinden vorher immer, mit wem sie kämpfen. Also was? Das ist nicht sofort. Sehr schön, sehr schön. Oh, das war nicht geplant. Wo ist Orasilas? Gut. Nun, ich bringe meine Waffe zurück. Ah, nee, ich behalte sie lieber bei mir. Mhm. Ich nehme meine Waffe zum Zuba, stelle sie an den Zuba und entkleide mich und steige hinein. Und während du so von Danilo gebadet wirst, kommt du so ein bisschen ins Gespräch über dies und das. Und du kennst dich auch sehr gut aus in Nostria. Dadurch hat natürlich Danilo auch so seine Freude, mit dir so ein bisschen sich über den Adel und das Hu von Nostria auszutauschen. Lysander, du bist natürlich mittlerweile wieder gekleidet, ordentlich. Und ja, der Tag vergeht ja so ein bisschen. Und deswegen würde ich dir jetzt noch eine Sinnesschärfeprobe erlauben. Yes. Erleichtert um eins. Was für einen Würfel nehme ich jetzt am besten? Frag mich doch, ob ich dir helfe, mein Bruder. Nee, du hast mich böse angeguckt. Oh! Ja, oh. Schon mal nicht schlecht. Schon mal scheiße. Oh Mann, hey! Du bist keine Affen für mich. Affe geht. Halt. Nee, das ist Albal. Nimm den Chip, Mann! Ich will den Chip! Nimm den Chip! Ich dachte gerade, das ist Albal, aber dann darf ich einen wiederholen. Ja. Hier. Ja, und jetzt kommt der dritte. Ja. Stufe. Falls du das wissen willst, 2. Okay, 2 ist sogar. Vielleicht gibt's den Affen doch nicht erst im zweiten Abenteuer. Du siehst tatsächlich den Affen so am Fringlashof oben in der dritten Etage auf so einem Fenstersims sitzen. Und der beobachtet euch gerade so ein bisschen. Ja, der guckt dir so zu. Oh, Mutter, mein Herz. Danilo, habt ihr vielleicht irgendwo etwas zu essen? Ein Stück Brot? Oh, Lysanderchen, nun, seid ihr hungrig? Oh, ihr habt ja noch gar nichts gegessen. Ja, Frühstück wäre schön. Ich bräuchte nur erstmal ein Stück Brot, bevor der Affe da oben wegrennt. Oder einen Stein, um ihn von da oben runterzuholen. Arlekin, benennt euch bitte. Es ist nur ein Affe. Er hat euch nichts getan. Danilo wirft einen Blick auf Sven. Und Sven trabt ab in den Fringlashof. Also man kriegt schon mit, dass der Danilo so das Sagen hat. Aber ne? Ich murmel vor mich hin. Wer es weit im Leben bringen will, der soll nicht mit der Salzarele nach der Gnitze werfen. Sonst steht er am Ende ganz ohne Fischsuppe da. Komm, Äffchen. Sven kommt mit einem Frühstückstellerchen. So ein paar Käse sind drauf, ein bisschen Brot ist drauf und sogar eine Scheibe Schinken. Ich nehme von allem etwas. Ein Stück Käse, ein Stück Brot, ein Stück Schinken und gehe in die Nähe des Äffchens unter das Fenster. Äffchen! So immer. Komm her. Willst du locken? Ja, kannst du locken. Okay. Würfel doch mal bitte eine Probe auf Tierkunde. Erleichtert um 1. Hey, der Würfel ist gut. Dürfte ich auch auf Tierkunde würfeln? Oh Mann, nee! Komm noch einen Chip weg! Einfach nur um zu gucken, was er macht. Würfel mal auch erleichtert um 1. 20er gehört nicht verboten auf den Würfel. Ich habe absolut keine Ahnung, wie man mit Affen umgeht. Ja, Affen ist halt jetzt recht selten in Nostria, ne? Ich wollte auch sagen, der Affe gehört ja auch, glaube ich, nicht so hin. Lysander, ich würde dir gerne helfen, aber mit Affen kenne ich mich nicht aus. Das hätte mich auch gewundert. Aber Salzarelen, die kann ich. Ich möchte keine Salzarelen als Haustier. Nun, wie macht die? Ich würde sagen, der Affe kommt durchaus runter, aber der hat Angst. Du merkst, der hat Angst. Der ist nicht so richtig zutraulich und du siehst auch, sein Bein ist nach wie vor verletzt. Er hinkt auch immer mal so ein bisschen, wenn er so klettert, versucht dieses Bein quasi nicht zu belasten. Die Wunde, das Blut ist auch schon ein bisschen vertrocknet und deswegen spürst du da so eine Unsicherheit bei diesem Äffchen. Und das mit diesem Futter ist vielleicht, der hat schon Hunger, das merkst du, aber du bist ihm suspekt. Also
Ich bücke mich, gucke, ob ich einen Stein finde, wippe den so vor Lysanders Augen, meine so, na, Lysander, soll es vielleicht doch der Stein sein? Wage es nicht. Orasilas! Könntest du vielleicht deinen kleinen Heilsegen für dieses arme Äffchen sprechen? Natürlich, lock es an. Äffchen! Oh, könnten wir bitte für einen Tag bei Helene diesen Affen vergessen und hier tun, wofür wir da sind? Komm, ignoriere den bösen Zauberer. Lysander, ganz ehrlich, auf diese Entfernung kann ich das nicht. Oh, verdammt. Ich lege dem Äffchen eine Spur aus Brot, Wurst und Käse zu Orasilas. Zu Orasilas, okay. Und jetzt, dann, niemand bewegt sich. No. Und Daniela so, oh, was ist das für ein Lausevieh? Nein, nein, das ist kein Lausevieh. Es ist ein trainierter Zirkusaffe. Er war verletzt. Ich habe ihn aus einer Kutsche gerettet. Mit Orasilas Hilfe. Ach, ihr seid ja ein wahrlicher Held. Und jetzt müssen wir ihm helfen. Das Bein ist noch verletzt. Sicherlich kann es uns gut zu Diensten sein. Vielleicht kann es auch ein paar Kunststücke, mit Sicherheit sogar. Okay, aber es soll nicht in meinen Zuber. Nein, da soll es natürlich nicht rein. Kommt es vielleicht näher oder nicht? Ja, es kommt durchaus näher. Es folgt dieser Spur aus Lebensmitteln. Wie viele Folgen braucht man, um einen Affen zu fangen? Wie viele Nostrianer braucht man, um einen Affen zu fangen? Gib mir bessere Reste als die. Ich kenne deinen guten Witz. Ja, mehr kann ich ja im Moment nicht tun, außer ja, dem. Ist er noch zu weit weg? Also ich esse auch. Wie weit ist er weg? Nö, er ist schon recht nah dran. Er ist vielleicht nur noch so 3 Meter weg. Wenn ihr jetzt versucht, einen Affen anzuspringen, dann werfe ich euch einen Würfel an den Kopf. Niemand will den Affen anspringen, er soll nur geheilt werden. Wie ging der kleine Heilsing nochmal? Genau. Es passiert ja gar nichts. Moment. Er humpelt immer noch. Ich vergaß. Es gilt, es geht nicht auf Tiere. Pereine lässt es nicht zu. Was, Pereine? Ich denke, du bist Rondra-Geweihter. Nun, du musst verstehen, dass diese 12 Segnungen von jedem Gott ein Segen quasi entsprechen. Wie erkläre ich das? Also, der kleine Heilsegen, der kommt von Pereine. Und Pereine mag keine Affen. Anscheinend. Nein, ich kann es nur auf... Pereine, an dich glaube ich nicht. Das Wort wäre aber am besten zu beschreiben als Kulturschaffende. Und Affen sind nicht wirklich kulturschaffend. Aber dieses Äffchen hat im Zirkus Menschen erfreut. Ja, aber es ist immer noch ein Äffchen. Und während ihr euch so unterhaltet, hat der Affe schon diese Lebensmittel aufgesammelt und ist schon wieder 2 Etagen oben. Komm zurück. Ich wippe noch einmal mit dem Stein. Na, Lysander? Wag es nicht. Auf einmal geht die Tür auf zum Fringlashof und es kommen mehrere Herrschaften rausgelaufen und die tragen eine ganze Menge Gegenstände mit sich, nämlich Ausrüstungsgegenstände. Ah, unter anderem auch Bolle und Bolle trägt dein Florett. Mein Florett, ich hab's gewusst. Lysander, hier habe ich noch gefunden. Ah, Bolle, dank euch. Ich würde dann auch mal aus dem Zuber steigen. Ja. Sehr gut. Nun, was es aber damit genau auf sich hat, das erfahrt ihr dann in der nächsten Folge. Denn mittlerweile klappt auch der namenlose Erzähler wieder mal sein Buch zu. Direkt vor ihm sitzen übrigens die ganzen Würfelspieler, denn die haben mitbekommen, dass die Geschichte doch schon ganz schön spannend ist, so mit Danilo und so, wisst ihr? Und da haben sie aufgehört zu würfeln und haben sich mit dazugesetzt zu dem Bauernjungen. Aber es ist schon spät und die Kraft schwindet so ein bisschen. Der namenlose Erzähler ist auch ganz schön durstig, muss ich sagen. Ja, ja, der kippt einiges weg, was er wegen der Stimme und so, sonst würde das so nicht klingen. Das geht nur ab 3 Bier. Stimmt. Ja. Nun, die Geschichte endet für heute, aber ihr bekommt noch ein paar Abenteuerpünktchen. Uhu. Und zwar bekommt ihr einen Abenteuerpunkt dafür, dass ihr mit dem Altvater quasi Abmachungen getroffen habt und jetzt wisst, was es mit dem Auftrag auf sich hat. Ihr bekommt zusätzlich einen Abenteuerpunkt, weil ihr es geschafft habt, ihn zu entlocken, dass es doch nicht nur Fischfutter ist. Ganz zu meinem Ärger. Und außerdem bekommt ihr 2 Abenteuerpunkte, weil ihr nun euch von Danilo habt pflegen lassen, ohne dass es zu irgendwelchen Eskapaden kam. Das heißt, insgesamt habt ihr 4 Abenteuerpunkte erspielt.
Sauber! Der hat sich bestimmt nur nicht geärgert, dass ich ihn so harsch an der Tür begrüßt habe, weil er ein Fan war. Ja, weil er dein Gebimsel da gesehen hat. Und das. Ja, denn wenn ihr zu Hause keine Folge verpassen wollt, dann abonniert unseren Kanal. Schreibt ruhig, ob euch diese Folge gefallen hat, unten in die Kommentare. Und wenn ihr auch irgendwelche Ideen, Anregungen oder sonst was für Tipps für uns habt, lesen wir die natürlich auch immer gern durch. Also vielen Dank. Tschüss. Ciao, bis nächste Woche.